Mein Name ist Peter Schacknert, ich bin der Geschäftsführer von der Schacknert Elektronik GmbH und heute wollen wir euch mal ein paar Einblicke zu Problemen an unserem Bau geben. Das erste, was überhaupt mal wichtig war bei uns, einen guten Architekten zu finden, haben wir auch festgestellt, ist leider nicht ganz so einfach, weil da gibt es auch von bis viele normale Häuserbauer, wo mit Industriehallen weniger am Hut haben. Da muss man 2, 3 Architekten schon mal überhaupt wechseln, bis wir überhaupt den richtigen Mann gehabt haben. Muss ich aber sagen, toi toi toi, haben wir einen sehr, sehr guten Architekten Gott sei Dank gefunden. Zweites großes Thema war auch, einen vernünftigen Hallenbauer zu finden. Weil bei den Hallenbauern ist auch oft das Problem, da gibt es von der Qualität auch wieder von bis. Mir war halt wichtig, dass die Halle ein bisschen einladend wirkt, von außen optisch auch okay ist. Es gibt auch viele, wo verdeckte Verschraubung haben, offene Verschraubung, wo man die Schrauben von außen sieht. Das war mir halt wichtig, dass das Gesamtbild der Halle auch vernünftig wirkt. Einer der großen Punkte, was uns auch sehr schwer gefallen ist, im laufenden Tagesgeschäft die Halle mit einzuplanen. Ein großes Problem ist ja immer, dass wichtig ja, dass das Tagesgeschäft ja weiterläuft, trotzdem immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Muss ich aber Gott sei Dank auch wieder sagen, haben unsere Unternehmer, die uns da unterstützt haben, so wie die Erdbaufirma, wie der Architekt, wie der Hallenbauer, haben mir Gott sei Dank viel Arbeit abgenommen. Aber trotzdem ist man leider davon nicht ausgenommen. Man muss sich da wirklich 100% damit beschäftigen. Das macht natürlich ja so ein Tag dann immer 16 Stunden, wenn man da jeden Tag dabei bleibt. Ein großes Problem war natürlich auch in der aktuellen Lage halt die Lieferschwierigkeiten. Wir haben mit Holz Riesenprobleme gehabt, auch mit den Sandwich-Paneele, dass wir das zeittechnisch richtig eintakten. Natürlich war auch das Problem leider mit den Preiserhöhungen. Haben wir aber Gott sei Dank noch gut hinbekommen, dass wir im Zeitmanagement auch bleiben. Dass wir trotzdem so halbwegs fristgerecht, wo wir gedacht haben, fertig werden. Der Hauptpunkt, wenn wir die Leute oft fragen, warum wir hier genau den Standort gewählt haben, ist im Prinzip auch ganz einfach. Ich wohne halt hier nur 4 Kilometer weg. Die Lage ist hier sehr gut. Wir haben die A67, wir haben die A5. Das ist für die LKWs einfach super zu erreichen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Ihr könnt auch gerne unter unserer Internetseite unter www.schacknert.de euch gerne reinschalten. Ich hoffe, dass ich jetzt soweit alle Fragen beantwortet habe. Wenn euch aber trotzdem noch was interessiert, könnt ihr uns gerne persönlich anrufen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.